Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Programmiermethodik. Wir sind im Wintersemester 2016-2017. 11. Vorlesung, 12. Vorlesung, irgendwo in dem Dreh sind wir gerade. Schon die zweite im neuen Jahr? Ja, schon die zweite im neuen Jahr. Dann müsste es die. Ja. 12. sein. Wir haben uns beschäftigt mit systematischem Programmieren, objektorientiertem Modellieren, wenn wir Objektmodelle haben, wie wir die umsetzen, und haben letzte Woche insbesondere gesagt, wenn wir komplexe Objektmodelle haben, wie kann ich mit diesen komplexen Objektmodellen Algorithmen implementieren, also wie navigiere ich dadurch, wie mache ich Queries auf so einem Objektmodell und Berechnungen mit Hilfe dieses Objektmodells. Wir haben davor uns mit Graphical User Interface Geschichten auseinandergesetzt. Da habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu. Graphical User Interface Geschichten haben prinzipiell das eine Reihe von Problemen. Erstmal geht man mit dieser GUI-Bibliothek um, die ist furchtbar kompliziert. Die haben JavaFX genommen. Da muss man diese ganzen Listener da aufeinander basteln, diesen View und diesen ganzen Kram. Und es ist relativ viel Hantier, bis man das so hat, wie man das gerne hätte. Das nächste Problem ist, wenn man so das erste User Interface macht, ist der Kunde immer unzufrieden. Die meckern dann rum und sagen, das sieht aber nicht schön aus, das lässt sich nicht gut bedienen, mir fehlt wichtige Information, lauter so ein Kram. User-Interface-Programmierung ist relativ undankbar. Gegen das gut aussehen braucht man eigentlich Designkenntnisse. Also richtig gutes, schickes User-Interface, dafür braucht man einen UXer. User-Interface Experience nennt sich das eigentlich. Das sind Leute, die sind speziell dafür ausgebildet, Benutzerinterfaces so zu bauen, dass sie sich gut anfühlen und dass sie schick aussehen. Vielleicht schreibe ich noch dahin irgendwie Design. Das wird heute im Wesentlichen von Webdesignern gemacht. Das kann man bei uns zum Beispiel an der Kunsthochschule studieren. Da gibt es Leute aus dem Bereich neue Medien, die lernen, wie mache ich eine Webseite schick. Im Großen und Ganzen. Die machen auch relativ viel technische Anteile, das darf man nicht unterschätzen, aber deren Kernkompetenz ist, dass sie mit Farben, Formen und Layout umgehen können. Das kriegen die wirklich gut hin. Und das ist für den Benutzer nachher die halbe Miete. Das ist User Interface, das ist das, mit dem der umgeht. Ob da Algorithmen dahinter sind oder nicht, ist dem eigentlich gerade egal. Das ist, wie sich das Ding anfühlt und was er für eine Erfahrung mit diesem Graphical User Interface macht. Und jetzt mal mindestens was Design angeht, bin ich als Informatiker einfach raus. Also ich kann da nicht viel beitragen. Ich habe mal was von goldenem Schnitt gehört, das hilft mir aber nicht. Also was ich dann noch so ungefähr hinkriege, ist, naja, es ist immer schön, wenn irgendwelche Dinge so bündig in Spalten dastehen. Das sind so Dinge, die ich, also was ich so mit V-Box und H-Box so machen kann, damit kriege ich noch so ungefähr was hin und so ein bisschen Alignment und solche Geschichten. Render drum, da habe ich verstanden, nicht so viele Schriftarten, okay, und dann war es das aber auch schon so ungefähr. Nicht so viele, furchtbar viele Farben, aber Farben bin ich zum Beispiel, bin ich ganz raus. Was wir ein bisschen machen können, ist diese User Experience. Also wie gut lässt sich das Tool bedienen, wie gut ist die Benutzbarkeit, die Usability. Da gibt es einen Ansatz, den zitiere ich hier nur, der nennt sich Human Centered Design. Es ist ein kleines Buch, ist eigentlich nur ein Aufsatz, 4 Kapitel kann man gut mal eben lesen. Und das sind so Rules of Thumb. Wie gehe ich mit Benutzeroberflächendesign um, um eine gute Benutzer, ja,
User-Management zu haben. Und die Essenz ist, ihr müsst euch mit den Benutzern zusammensetzen. Und das Ding braucht Liebe und viele Iterationen. Und ihr müsst tatsächlich mit dem Benutzer euch zusammensetzen und gucken, wofür wird der dieses Programm eigentlich benutzen. Was schwierig ist, wenn es das Programm noch nicht gibt. Die Human-Centered Design-Leute schlagen vor, macht mit den Papierprototypen und Mockups, bis der Arzt kommt. Spielt die 100-mal mit denen durch. Versucht zu jedem Design, zu jedem Bedienungs-, zu jedem Arbeitsschritt 3 Alternativen zu haben, aus denen ihr wählt, die so vom Konzept her so ein bisschen unterschiedlich sind, damit ihr wirklich wisst, dass das, wenn man mit einem bestimmten Bedienkonzept dahin geht, dann machen wir ein Pop-up-Menü hin, um das und das aufzurufen. Das ist unter Umständen nicht das Beste. Und wenn man das aber einmal dem Benutzer so gezeigt hat in den Papierprototypen, wird der wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass man das auch hätte anders machen können. Und deswegen ist es eure Aufgabe, den Leuten 3 alternative Papierprototypen zu zeigen, die sie dann anschließend nochmal anders kombinieren oder wo sie auswählen können. Das sind so die Geschichten. Guckt euch an, wie die Leute tatsächlich arbeiten. Und guckt euch dann insbesondere die Dinge an, die sie sehr häufig tun und die sie schnell erledigen wollen. Das merkt man immer bei Kassensystemen. Wenn man so in verschiedenen Kassensystemen im Supermärkten oder hier an der Mensa oder an der Tankstelle ist, dann gibt es manchmal so Dinge, da sind die da am Rumhämmern auf dem User-Interface, das dauert ewig. Das Kassensystem in der Mensa ist jetzt so in der 3., 4. Generation, die ich erlebe, seitdem ich hier bin, was im Wesentlichen bedeutet, dass ich schon lange da bin. Ganz am Anfang war das wirklich schön designt, das ging ruckzuck, die haben da in der Kasse irgendwie auf 1, 2 Tasten getückt, dann war das mit dem Essen erledigt. Dann kam eine Variante, die war flitzeflammneu, das war unglaublich kompliziert. Da hat sich an der Mensa eine Riesenschlange gebildet vor der Kasse. Da war in diesem Innenraum, war alles totales Gedränge, weil die Kasse die das Kassieren nicht hinkriegte, weil die sich dadurch irgendwelche Submenüs hangeln müssten, um zu sagen, der hat eine Beilage, ja, nein, oder eine Extra-Beilage oder irgendwie was. Das war furchtbar kompliziert. Jetzt ist es so mittel. Also ein bisschen gibt es auch Lerneffekte beim Bedienpersonal, die werden dann immer schneller. Aber da gibt es eben so Dinge. Im Human-Centered Design nennt man das Red Lanes, rote Bahnen. Das sind für die so diese ja, häufig verwendeten Interaktionen. Und auf die sollte man sich konzentrieren. Die müssen irgendwie smooth laufen, das muss irgendwie ganz einfach für die Leute sein, die müssen schnell laufen, damit man die Sachen eben schnell kriegt. Und dann gibt es eben andere Operationen, ja, die mache ich so einmal im Jahr. Irgendwelche Optionen einstellen oder so, war ganz am Anfang einmal. Das muss dann auch nicht so schön sein. Das ist dann egal. Und die Dinge voneinander zu unterscheiden, ist wichtig. Bei Informationen, die ich repräsentiere, neigen Informatiker dazu oder ich immerhin, immer möglichst viel Informationen darzustellen. Das ist manchmal falsch, weil wenn ich eine riesengroße Zahlenkolonne habe, dann sehe ich ja plötzlich eben die Details nicht mehr. Und dann ist es eben manchmal wichtig, rauszukriegen, für diesen Arbeitsschritt, welche Informationen braucht er jetzt gerade? Ne? Und welche Eingabefelder braucht er? In 95, 99% der Fälle. Und sich auf die zu konzentrieren. Und das kriegt man am Schluss eines langen Tages nur hin, wenn man viele Papierprototyp-Sitzungen mit dem Kunden durchmacht, wenn man am Anfang mal zu dem Kunden hinfährt, sich das anguckt, wie der tatsächlich arbeitet, ein Gefühl dafür kriegt, wie das funktioniert, damit man da eine Vorstellung davon kriegt, wie man da mit dem Rechner richtig rangeht. Wir haben für Volkswagen mal ein Programm geschrieben, das sollte den Kabelbaum optimieren. Also den Kabelbaum billiger machen, möglichst Drähte einsparen, möglichst irgendwie Arbeitsschritte einsparen. Dann sind wir tatsächlich nach Polen in das Werk gefahren, wo diese Kabelbäume geflochten werden. Das ist viel Handarbeit und haben uns das tatsächlich mal angeguckt. Und das war wirklich erhellend zu sehen, wie sind die Arbeitsvorgänge dabei. Da werden erst Drähte auf Längen geschnitzt, dann werden die abisoliert, dann werden die gebündelt, dann werden Steckerchen dran gemacht. Und ganz am Schluss gibt es viele, viele kleine Komponenten, die werden dann auf so ein großes Brett geflochten. Da sind Haken dran, das gibt den Gesamtkabelbaum.
Und das ist erstens schon mal irre, wie das funktioniert. Da gibt es einen großen Hauptstecker, der kommt auf das Hauptsteuergerät. Das ist so 50 mal 50, 250 Pins. Ein Riesending. Und da sitzen dann die Mädels, dann kommen und stecken dann da so von hinten einzelne Drähte rein. In ganz bestimmte Positionen, unterhalten sich dabei, gucken gar nicht hin. Ne, und machen davon irgendwie alle 5 Minuten einen so einen Stecker voll. Da wirst du irre. Ne, und ich sag, wenn die sich jetzt hier im Loch vertan haben, also den einen Pixel zu weit nach rechts oder links reingesteckt haben, dann ist der ganze Kabelbaum im Arsch. Ne, 1000 Euro kannst du, oder 500 oder was der kostet, oder 250. Nö, das kommt nicht vor. Ja. Ne? Und da bist du dann auch, bis du einem Roboter das beigebracht hast, bist du alt und grau. Ne? Da brauchst du gar nicht erst anfangen. Das funktioniert nicht. So, sehen, wie diese Arbeitsvorgänge funktionieren, sind relativ wichtig. Also zum Beispiel Kartenzahlung mit der EC-Karte an der Tankstelle. In der Tankstelle funktioniert das relativ schnell, weil die Software dafür optimiert ist, weil relativ viele Leute das tun. Wenn ich mit der Karte MT-Gut bezahle, an der Kasse, das dauert viel länger. Da muss ich dann irgendwie unterschreiben und ja, das muss ich bei der Tanke auch. Trotzdem, es dauert länger. Und tatsächlich mache ich es dann nicht mit der Karte, weil hinter mir die nächsten 10 Leute in der Schlange warten. Und ich will den Laden nicht aufhalten. Dann bezahle ich lieber bar. Na, und das sind eben Vorgänge, ja, die sind von der Software nicht richtig gut unterstützt. Ich weiß nicht, wie die Tankstellenleute das besser machen, aber bei denen geht das in ein Drittel der Zeit. Und das sind eben manchmal dann auch kritische Vorgänge, die man beachten muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein wirklich schwieriger Teil einer Software, das User Interface, das man mit viel Liebe designen muss und wo man eben direkte Berührung mit dem Endanwender hat. Vielleicht nochmal an dieser Stelle, der Anwender, der nachher die Software benutzt, ist meistens nicht der gleiche, der euer Kunde ist, der den ganzen Kram bezahlt. Na? Wenn ihr so ein Kassensystem macht, werdet ihr nicht mit der Kassiererin normalerweise in euren Anforderungsdefinitionssitzungen zu tun haben, sondern mit irgendeinem Manager da, mit dem Dekan oder mit dem Studentenwerksleiter oder Mensaleiter, der das Zeug bestellt. Und der sagt, das muss hauptsächlich, ich will da nicht viel Geld für haben, das muss billig sein. Ne? Und es muss irgendwie alle möglichen Abrechnungsfunktionalitäten unterstützen, nicht, dass die nachher kommen und sagen, hier, ich kann das nicht eingeben oder sowas. Ne? Und das soll irgendwie manipulationssicher sein. Der hat ganz anderes Interesse daran, wie diese Software funktionieren soll. Und überhaupt kein Interesse daran, dass das einfach zu bedienen ist, weil das muss er ja nicht. Na? Und dann müsst ihr tatsächlich sagen, wir müssen eine UX-Sitzung machen mit dem Bedienpersonal, sonst kriegen wir das nicht vernünftig hin, sonst kriegen wir da nachher nur Ärger, sonst habt ihr Riesenschlangen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das geht nicht in einem Anlauf, das ist iterativ, das heißt, da muss man dann Papierprototypsitzungen machen, da muss man irgendwann mal tatsächlich Software bauen und da muss man sich darauf gefasst machen, was auch für einen Softwaretechniker irgendwie blöd ist. Ne? Also normalerweise einmal in Stein gemeißelt, zack, das Ding steht da, die nächsten 100 Jahre alles gut. Bei User-Interfacen ist das nicht so. Das erste ist immer scheiße. Dann muss man eben 5 Iterationen oder 10 Iterationen einplanen, was wir irgendwie nie tun. Was auch irgendwie lästig ist, auch nur wenig Spaß macht, weil hat man da was geschnitzt und tut es das doch eigentlich vernünftig und dann sagt der, nee, ich will das woanders haben, ich will das anders bedienen, ich will eine andere Farbe, irgendeinen Kram haben. Und dann muss man das wieder wegreißen, was man da gerade gemacht hat. Das ist auch alles irgendwie böse. Ne, aber da muss man einfach durch, das geht nicht anders. Ne, das ist, und diesen Aufwand muss man einplanen. Den braucht man dafür. Und Human-Centered Design gibt einem so ein paar, ja, Faustregeln an die Hand, wie man das angehen soll und wie viel Aufwand man da in welche Phasen stecken muss und was so die Dinge sind, die man machen muss. Ne, einmal gucken, wie arbeiten die eigentlich, identifizieren, welche Teile kann ich automatisieren und dann gucken, was sind die wirklich wichtigen Funktionalitäten, die sehr häufig benutzt werden und dann in die Arbeit reinstecken. Und welche Informationen brauchen die für welchen Arbeitsschritt? Das ist auch nochmal so ein entscheidender Punkt. Das schätzt man auch als Laie immer ein bisschen falsch ein. Okay, das war dieser wichtige Punkt. Was ich heute im Wesentlichen machen möchte, wir hatten das schon angesprochen, ist Model Management. Laden und Speichern von Objektmodellen. Wenn wir es schaffen, ein bisschen Andorido. Das sind so die Geschichten, die ich heute gerne machen wollen würde.
Das ist eigentlich ein vorbereitender Schritt. Was wir als im Rest des Semesters machen werden, ist verteilte Systeme. Das heißt, wir haben auf mehreren Rechnern Programme, die auf dem gleichen Objektmodell arbeiten. Auf einem verteilten Objektmodell, auf einem geteilten, shared ist das englische Wort dafür, auf einem gemeinsamen Objektmodell. Und das ist eine neue Herausforderung, weil nicht alle von diesen Rechnern auf den gleichen Hauptspeicher zugreifen können. Und bis jetzt haben wir immer gesagt, ja, unser Objektmodell, das ist im Hauptspeicher und wir können direkt darauf zugreifen. Eventuell mit mehreren Threads, das tun wir eigentlich auch nicht gerne, aber das kann man auch machen. Aber jetzt haben wir wirklich Prozesse mit getrenntem Hauptspeicher und wir müssen zwischen Hauptspeichergrenzen kommunizieren. Das heißt, wir übertragen Teile von Modellen von einem Rechner zum anderen. Und das ist ziemlich genau das Gleiche, wenn ich die zwischen zwei Rechnern übertrage, wie wenn ich sie auf die Festplatte schreibe. Und deswegen lernen wir jetzt heute erst, wie man sie auf die Festplatte schreibt und von der Festplatte wieder liest. Danach wissen wir prinzipiell eigentlich auch schon, wenn ich Objektstrukturen von einem Rechner zum anderen übertragen möchte, wie ich das mache, welche Mechanismen dafür benötigt werden. So, mein Rechner hat neu gebootet. Ich habe nicht mal ein Eclipse offen, erschütternd. So, Persistierung von Objektmodellen. Das ist eine komplexe Objektstruktur. Was man machen kann, ist, Java bietet einen Mechanismus an, der nennt sich Serialisierung, Serialization. Der ist relativ simpel zu benutzen. Man sagt, man erbt vom Interface Serializable, dann brauchen die noch so eine Versionsnummer, warum sage ich gleich nochmal dazu, die muss man irgendwo hinterlegen und dann ist es das eigentlich schon. Und dann kann man so einem Objekt sagen, dump dich und lad dich. Was schwierig dabei ist, ist, dass Godatsch, das ist schon das Richtige, super. Ctrl plus, Ctrl plus. Ist das lesbar? Gut. Was blöd dabei ist, die machen einen Binärdump. Das heißt, die schreiben das Bitmuster, das dieses Objekt im Hauptspeicher hat, so 1:1 auf die Festplatte runter. Da ist nichts falsch dran, das ist sogar relativ effizient. Das Problem ist, wenn ich das wieder laden möchte, kann ich das nur laden, wenn ich noch genau die gleiche Klasse, die ich hatte, als ich das geschrieben habe, wieder habe. Damit ich genau das gleiche Speicherlayout wieder anwenden kann. Und diese Bitmuster-Serialisierung, die Java standardmäßig anbietet, hat ein riesengroßes Problem mit Schema-Evolution, nennt sich das. Also wenn sich das Klassendiagramm ändert, ich habe eine Klasse Person, da habe ich im Augenblick Name und Adresse und jetzt trägt da einer noch eine Telefonnummer mit ein oder eine Mobilfonnummer oder was auch immer. Also ein neues Feld. Dann kann ich mit dem alten Bitmuster nichts mehr anfangen. Weil da kam dieses Feld nicht drin vor. Und wenn ich das versuche zu laden, fliegt mir das um die Ohren, mit so einem lauten Peng, wie ich nur mir vorstellen kann. Deswegen sieht der Java-Serialisierungsmechanismus extra vor, dass man so eine Versionsnummer mit in seine Klasse reinkodiert als statisches Attribut und der Compiler ändert diese Versionsnummer irgendwie auf magische Weise, wenn ich am Speicherlayout des Objektes irgendwas ändere. Am Ende eines langen Tages ist Schema-Evolution, dass ich irgendeine kleine Änderung in meinem Klassendiagramm habe, der Normalfall. Alle Programme entwickeln sich weiter, ich ändere ständig Kleinigkeiten an meinem Datenmodell rum und dann kann ich mit meinem Binärdump nichts mehr anfangen. Das ist Kacke. Und deswegen werden Binärdumps quasi nicht mehr verwendet. Na, das macht kein Mensch. Fertig, Ende der Diskussion. Was man relativ häufig macht, wenn man Persistenz macht, ist, man schreibt die Daten in eine relationale Datenbank. Das ist eine typische Aktion, die man macht. Dann nimmt man irgendwelche SQL-Mechanismen dafür. Relationale Datenbank, habt ihr gehört? Na, SQL, hurra. Der Mechanismus, den man da heutzutage nimmt, ist typischerweise, jetzt schreiben wir es gerade noch drauf, Serialization. Da schreibe ich mal dahinter Evil. Na, tut das nicht.
böse. Was man dann macht, ist eine relationale Datenbank. Da nimmt man zum Beispiel Hibernate oder Java Persistency API. Da fehlt noch ein S irgendwo. JPA, doch, Java Persistency API. JPA ist ein Standard, der vorschreibt, wie so eine Serialisierung sein sollte, so eine Datenbank. Speicherverfahren. Hibernate ist der de facto Standardimplementierung, wie man das machen kann. Relationale Datenbanken sind mehr oder weniger standardisiert, ziemlich gut, sodass diese Übersetzung, wie bilde ich ein Objektmodell in eine relationale Datenbank ab, unabhängig davon ist, welche konkrete Datenbank ich habe. Ob ich das mit MySQL mache oder mit Postgres ist irgendeine, die man gerne nimmt. Die sind umsonst. Oder Oracle ist eine, für die kann man viel Geld bezahlen. Ist eigentlich kein großer Unterschied. Tatsächlich gibt es da doch Unterschiede im Detail, was so Schlüssellängen und Größen von irgendwelchen Dingen angeht, ist MySQL typischerweise immer ein bisschen langsamer. SQLite gibt es im Augenblick gerade noch oder QLite nur so, das ist eine relationale Datenbank, die im Augenblick in die Browser eingebaut worden ist, sodass man in Webseiten auch die Möglichkeit hat, per JavaScript auf so eine relationale Datenbank zuzugreifen, um da mehr abspeichern zu können. Hibernate funktioniert so, dass es sich die Klassen anguckt, dann überlegt, wie bilde ich das auf eine relationale Datenbanktabelle ab und dann das tuppelweise die einzelnen Objekte in so eine entsprechende Tabelle schreibt. Schwierig dabei sind Zeiger auf Nachbarobjekte. Das ist immer das Problem bei der Serialisierung. Der Standardweg ist, dass man pro Klasse eine Tabelle hat, dass man zu unidirektionale Assoziationen als Fremdschlüsselbeziehungen abbildet. Dafür brauchen die Objekte Schlüssel. Das ist ein entscheidender Punkt an dieser Stelle. Das heißt, die Objekte brauchen irgendeine ID, eine laufende Nummer, damit man sagen kann, ich habe als Nachbar den mit der Nummer 42. Weil eben der Pointer, den man in Java im Hauptspeicher hat, außerhalb dieses Hauptspeichers keinen Sinn macht. Ne? Also die Speicheradresse ist halt dann weg. Oder ist eine andere, wenn ich das gleiche Objekt in einem anderen Rechner instanzieren möchte. Okay. Hibernate stelle ich hier nicht großartig vor. Wenn ihr das machen wollt, guckt mal in die Veranstaltung Web Engineering zum Beispiel rein. Da machen wir sowas. Lernt ihr das bei relationaler Datenbank? Hibernate? Wer kennt Hibernate? Ja. Ja, dann würde ich Web Engineering empfehlen. Das ist eine Masterveranstaltung tatsächlich. Da stellen wir solche Dinge vor. Ist sehr verbreitet, wird viel gemacht. Tatsächlich ist diese objektrelationale Abbildung, also wie mache ich aus einem Objektmodell ein relationales Datenbankmodell, Gegenstand aktueller Forschung. Das ist noch nicht gegessen, der Glutsch, der Drops. Die Experten streiten sich, was der beste Weg ist. Hibernate macht für jede Klasse eine eigene Tabelle. Die moderneren Datenbanken sagen dann auch oft, ach, das ist nicht cool. Da braucht man so viele verschiedene Tabellen. Es gibt ein anderes Verfahren, da macht man immer aus Objektnummer, Attributname und Attributwert ein Tuppel und hat dann eben, um ein Objekt abzuspeichern, Person, Name, Adresse, Telefonnummer, hat man dann eben drei Eintragungen in so eine Tabelle. Dafür ist die Tabelle sehr uniform. Kommt mit genau diesen drei Spalten hin und kann alle möglichen Objektarten abspeichern, alle Klassen in einer einzigen Tabelle. Und so grob gilt bei SQL, weniger Tabellen ist besser, also bei relationalen Datenbanken. Das hat eben auch den Vorteil der Schema-Evolution. Wenn ich später so einer Klasse ein neues Attribut hinzufüge, dann muss ich mein Datenbankschema nicht ändern, wenn ich diese Dreituppel-Tabelle habe. Ne, dann trage ich da einfach noch einen zusätzlichen Tuppel ein zu den Objekten, die ich schon habe, und dann ist das erledigt.
Hibernate macht aber eben eine Tabelle mit einer Spalte für jedes Attribut, die würden diese Tabelle ändern. Tatsächlich können die Datenbankleute das ganz gut. Die können Tabellen, die schon Tupel haben, nachträglich mit alter Table, gibt es extra einen Befehl für, ändern und dann noch neue Spalten dazu machen. Tun die auch nicht so richtig gerne, aber es geht. Das kann man machen. Okay. Relationale Datenbanken würden uns jetzt nicht wirklich helfen, wenn wir Daten zwischen zwei Programmen hin und her übertragen wollen. Was man dann macht, ist, wenn man sagt, wir wollen mehrere Programme auf den gleichen Objektmodellen arbeiten, ja, man lässt die alle mit der gleichen relationalen Datenbank haben. Das heißt, man hat eigentlich drei Rechner, einen Rechner mit der Datenbank, einen Rechner und dann die beiden oder ganz viele Rechner, die darauf zugreifen wollen. Und die holen sich dann eben von der Datenbank jeweils die aktuellen Objekte, bearbeiten die und speichern die nachher wieder ab. Relationale Datenbanken haben zusätzlich den Vorteil, dass sie eben dieses Multi-User-Management schon können. Ne, da gibt es ja diese ganzen Sperrmechanismen und ACID-Transaktionen, wie ihr alle noch wisst. Und dementsprechend habe ich da so automatisch Multi-User-Support. Der Nachteil ist, die sind furchtbar langsam. Relationale Datenbanken. Das Problem ist, wenn ich zwei Rechner habe, in denen ich zum Beispiel für ein Kartenspiel oder Mensch, ärgere dich nicht, den Spielstand irgendwie als Objektmodell habe und die wollen miteinander Mensch, ärgere dich nicht spielen. Dann muss ich jeden Zug, den ich mache, immer runter in die relationale Datenbank. Hier, ich habe eine 4 gewürfelt, ich habe meinen gelben Pinöppel hier jetzt von dem Feld auf das Feld gestellt. Das sind eben Objektänderungen, die müssen runter in diese Datenbank geschrieben werden. Dann brauche ich einen Trigger für die anderen Rechner, die dieses gleiche Spielfeld darstellen. Und die müssen das dann entsprechend wieder ihre Anzeige anpassen. Und dieses ist immer ein Schreibvorgang in diese relationale Datenbank rein. Davon kann ich so über den Daumen gepeilt 1000 pro Sekunde machen. Vielleicht jetzt 10.000. Die Rechner sind schneller geworden. Das reicht für ein Mensch ärgere dich nicht Spiel für zwei Personen locker aus. Ist aber eben relativ teuer. Normalerweise kann so ein Rechner eben 10 Milliarden Operationen machen. Oder 2 Milliarden oder 1 Milliarden. Und nicht nur 1000. Na, also das ist eben ein Unterschied von fast 1 Million. Für, sagen wir mal, 100.000 Mal schneller ist es, im Hauptspeicher zu arbeiten. 10.000 Mal schneller ist es, im Hauptspeicher zu arbeiten, als über so eine relationale Datenbankverbindung zu gehen. Von da aus ist das unter Umständen ein Problem. Okay, diesen Overhead werden wir aber sowieso haben, wenn wir mit Persistenz arbeiten müssen. Dementsprechend gucken wir nochmal. So, der nächste Schritt, den man dann gegangen ist, man hat gesagt, ach, oft reicht es auch, wenn ich mir meine Objektstruktur als XML-Datei wegschreibe. XML, wer kennt XML? Extended Markup Language ist ein Ableger von HTML. Wer kennt HTML? Das wird sehr gerne genommen. Da gibt es auch Standardverfahren dafür, wie wir das machen. Ich finde es echt ätzend. XML ist wahnsinnig geschwätzig. XML erlaubt, weil es nur ein HTML-Ableger ist, manchmal noch, dass irgendwie Freitext dazwischen so normalen anderen Text steht. Das macht einen völlig wahnsinnig. Also das ist ein relativ blödes Format, hat sich aber wahnsinnig durchgesetzt. Ist unglaublich geschwätzig. Das ist human readable, das war auch nochmal ein Punkt. Diese Bit-Serialisierung hier oben, die kann man als Mensch nicht lesen. Das ist total scheiße. Man muss ganz oft an diesen abgespeicherten Dateien nachher ein bisschen rumfummeln, weil da irgendein Mist schiefgegangen ist oder weil man jetzt doch Schema-Evolution gemacht hat und dann hat man irgendein Attribut umbenannt. Da gehe ich in so eine XML-Datei rein und mache Suchen und Ersetzen und nenne ein paar Tags um, dann geht das auch. Ne? Trotzdem mache ich persönlich lieber JSON. Das ist die JavaScript Object Notation oder Java Simple Object Notation. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, es heißt JavaScript Object Notation. Die lernen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen intensiver kennen. Und das ist von der Struktur her eigentlich ziemlich genau das gleiche wie XML, ist nur nicht so geschwätzig und hat weniger so blödsinnigen Kram, den keiner braucht drumherum. Ne? Ist auch sehr gut menschenlesbar, editierbar. Naja, okay. Das heißt, wir werden jetzt lernen, wie man eine JSON-Serialisierung seiner Objektstruktur macht. Da ist der Standardmechanismus, den man so hat, ist JSON.
Dann gibt es JSON.org. Und es gibt JSON. Das hier kann man ganz gut verwenden. Jackson ist so die eierlegende Wollmilchsau, der kann so ziemlich alles. JSON.org ist die simpelste Operation, die ich kenne. Das Ding haben wir kopiert und in STMlib eingebaut. Und JSON ist irgendwie eine relativ schön zu benutzende Bibliothek, die ist aber auch relativ ähnlich. So. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen unsere Coffee-App nehmen. Lass uns die nochmal laufen lassen. Und wollen am Ende, wollen da, ja, wir können verschiedene Sachen machen. Lass uns irgendwo einen Save-Button machen, mit dem wir das abspeichern können. Wenn es ein eigener Button ist, ist es ein bisschen leichter zu programmieren. Schöner wäre es eigentlich, wenn ihr jedes Mal, wenn ich irgendeine Änderung mache, automatisch speichert. Das wäre einfacher oder sicherer. Dann muss ich nicht, dann kann ich nicht vergessen, einen Save-Button zu drücken. Das ist auch nicht so viel anders, könnte man vielleicht als Hausaufgabe machen. Zum Einbinden ist es jetzt vielleicht leichter, wenn wir in diese, Quatsch, das ist nicht die Coffee-App, das ist die, der Group-Account, wenn wir das da einbauen. Ja? Und dann wäre es schön, dass, wenn das Programm startet, es nicht als leeres Programm startet, sondern den letzten Speicherstand wieder lädt. Ne, das wären so die Dinge, die wir gut machen könnten. Okay. Dann fangen wir mal an mit dem Abspeichern. Dafür brauchen wir irgendwo einen Drecksbutton, auf den wir draufdrücken können, wo Save draufsteht. Ne? Und das ist hier in godutchapp.start. Ja. Da unten gab es diese Party-Name-Line. Warum denn nicht da drunter? Da gab es diesen Add-Person-Button. Daneben, da drunter, dabei. Das ist auch hier sehr schön. Genau. Button, Save, Button. Wird zu New Button und nennen wir ihn doch Save. Wunderhübsch. Und dann setzen wir da eine Action. Set on Action. Irgendwie ist er heute noch nicht richtig wach mit mir. Set on Action. E-größer Save Action. Ja, und der übergeben wir mal diese GoDutch-Party, die wir speichern wollen. Ja, den Wurzel zu unserer Datenstruktur. Dann sagt er, die Save-Action gibt es noch nicht, die erzeugen wir. Und wir müssen diesen neuen Button hier unserer V-Box hinzufügen. Save-Button. Und jetzt sollten wir den eigentlich haben. Ja, da gibt es einen Save-Button, alles ist gut. Der hat genörgelt, weil ich an der Maus gewackelt habe, während er seinen Test hat laufen lassen. Ja, hat er völlig recht, das darf ich nicht tun. Und ist auch abgeschmiert. Herzallerliebst. Wunderbar. Save. Button Action. Jetzt kommt noch mal ein kleiner Ausflug. Wer kennt Java lang Reflection? Ich deute es kurz an.
weil das der Mechanismus ist, mit dem man das macht. Wir wollen jetzt diese Objektdatenstruktur, die wir aufgebaut haben, bestehend aus diesem Party-Objekt, den ganzen Teilnehmern und pro Teilnehmer die Liste der Einkäufe abspeichern. Ja? Und eigentlich wollen wir einen Speichermechanismus haben, der auch für andere Objektstrukturen funktioniert. Also man kann natürlich für jede Objektstruktur immer spezifischen Speichermechanismus bauen, als Methoden, die da rekursiv durchlaufen durch diese Objektstruktur und dann immer schön alles abspeichern. Das ist der eine Weg. Tatsächlich kann man das aber auch generisch machen. Dafür benutzt man Reflection. Was man machen kann ist, ich kann ein Objekt fragen, gib mir mal deine Klasse. Wer kennt das? Manchmal getClars gemacht. Normalerweise zeigen wir das den Leuten nicht, dass es sowas gibt. Genau. Dann benutzt ihr hier so generische Sachen, das brauchen wir nicht wirklich. Lass uns das mal weglassen. So. Man bekommt ein Objekt zurück. Das beschreibt die Klasse von meinem Anwendungsobjekt. Und ein Objekt, das eine Klasse schreibt, wie bescheuert ist das irgendwie? Objekt und Klasse bringt der typische objektorientierte, der Student sowieso immer durcheinander oder Informatiker. Und dementsprechend ist das vollkommen verwirrend. Und deswegen machen wir das normalerweise auch nicht, weil das eben die Leute völlig raushaut. Ne? Aber hey, kann man schon machen. So eine Klasse kann ich dann zum Beispiel fragen, get declared fields oder get fields. Na? Fields sind Attribute, die diese Klasse, das Objekt, die zu diesem Typ gehören. Sagen wir es mal so rum. Und dann kann ich so eine Schleife machen, so vor Field F in Fields. F.getName. Ich kann dieses Field fragen, wie heißt du eigentlich? Da würde jetzt bei unserem Christmas-Ding rauskommen, Total Sum, bla bla bla. Lass uns das doch mal ausprobieren. Na, lass uns das doch einfach mal machen. Sollen wir unserem Test noch beibringen, dass es diesen Save-Button automatisch klickt? Dann müssen wir es nicht von Hand machen. Das ist irgendwie mal schöner. Dafür brauchen wir noch ein ID. Save-Button set ID. Wie wäre es mit Save Button und in dem GoTouch-Test sagen wir dann ein Click-on Save-Button. Wunderhübsch und laufen lassen. Hey, da macht er eine extra Konsolenfenster auf, wie schön. Da hat er jetzt geschrieben, es gibt offensichtlich ein Ding, das heißt Property underscore Party Name, ein anderes Ding, das heißt Property underscore Person, Property Party Total und Property Share Person. Das sind nur die Public Fields und das sind jetzt hier auch nur statische Felder, das sind nicht die, die ich nicht haben wollte. Lass uns ein anderes probieren. Und lass uns die Konsole mal wieder hier hin tun, wo ich sie normalerweise habe. So. Das heißt, irgendwie so get fields war nicht das, was ich wirklich wollte. Es gibt noch ein get declared fields. Lass uns mal das nehmen.
Und es gibt noch ein anderes, aber das kriegen wir gleich hin. F8 einfach weiterlaufen lassen. So, das war jetzt Hot Compile. Ich habe geändert. Der hat Hot Compiled, ist wieder an Anfang der Methode gegangen. Ich habe die Methode nochmal ausgeführt. Deswegen gibt es hier noch den alten Output von vorhin. Und ab hier ist es neu. Es gibt offensichtlich ein Field Listeners. Da hängen die Property Change Listener drin. Party Name. Das ist das, wo der Name der Veranstaltung drin ist. Persons. Das ist das, wo wir uns die Menge der Personen drin merken. Party Total. Das ist das, wo wir uns drin merken. Sag doch mal schnell, wie viel die Party als Ganzes kostet. Und Share per Person. Und es gibt immer noch diese statischen Attribute, die mitgeneriert werden für die Attributnamen. Warum sie mitgeneriert werden, sage ich jetzt auch gleich. Also mit getDeclared Fields kriegt man die Felder, die direkt in dieser Klasse definiert worden sind. Klassen, die ich geerbt habe von einer Super, nee, Felder, die ich geerbt habe von der Superklasse, muss ich eventuell mir die Superklasse besorgen. Das kann ich machen, indem ich die Klasse nach Superclasses frage. RootClass.getSuperClass. Das kann ich machen. Und dann kann ich die eben wieder nach den Declared Fields fragen. Das muss ich eventuell rekursiv machen. Das heißt, dann kann ich die statischen Felder auch noch ausfiltern. If f. is static, is accessible. Irgendwie wird man das fragen können, ob es statisch ist oder nicht. Aber frag mich mal, wie das geht. Man kann hier mit getType fragen, was hast du für einen Typ? Da kriegt man raus, ist es ein String, ist ein Int, ist ein Set auf irgendwas. Solche Geschichten. Man kann das. Ein Hashcode erfragen. Nö. Get Modifiers. Ho, 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 ho. Das ist das, was wir suchen. Lass uns das mal tun. F.getModifiers. Dann gibt es eine Klasse Modifier aus der Klasse JavaLangReflect. Dot is static. Von F.getModifiers. So kann man danach fragen. Entschuldigung. Man kriegt ein Bitmuster zurück, die dann sagt, ist private, public, irgendwas, ist static, ist final und was man da alles so an Modifiers an so ein Attribut dran schreiben kann. Und wir wollen jetzt wissen, ob es das static ist. Und wunderhübsch. So. Die nicht statisch sind, die wollen wir ausgegeben bekommen. Jetzt mache ich hier mal ein Clear. Und dann wieder einen F8. Jetzt habe ich nur noch die wirklich spannenden Attribute. Ne? Und dann dieses Listener-Attribut muss man noch ausfiltern, weil man daran eigentlich, das gehört nicht wirklich zum Datenmodell. Und dann haben wir die Dinge, die wir wirklich brauchen. So, wenn ich das mache, kann ich jetzt eben auch gucken, guck mal, der Typ von Persons. Das ist eine Menge von irgendeinem benutzerdefinierten Typ. Ne? Der Typ von Party Total ist long, oder ist double, Entschuldigung, double, das ist ein Basisattribut, da muss ich nichts mitmachen. Aber hier Persons ist ein zeigerwertiger Attribut, ist eine zu n-Assoziation. Dann hole ich mir die Elemente und frage die dann auch, was habt ihr denn für einen Typ, was habt ihr für Felder und mache das Ganze rekursiv auf denen nochmal. Und dann schreibe ich mir für jedes Attribut, das ich finde und für jedes Objekt, das ich immer finde, so einen Eintrag in meinen Output in so einen String, den ich mir zusammenbastle oder in eine JSON-Datenstruktur, den ich mir bastle und die haue ich auf Festplatte. Das kann ich machen. Ein mittelgroßes Problem bei diesem Verfahren, also das braucht man nicht, Gott sei Dank, nicht selber programmieren, sondern das ist exakt die Funktionalität, die Jackson, JSON und JSON.org einem automatisch liefern. Na? Mittelgroßes Problem dabei ist, wenn meine Datenstruktur, meine Objektstruktur einen Zyklus enthält.
Also diese Mechanismen funktionieren immer so, nimm die normalen Attribute, schreib die raus, guck, wo sind Nachbarobjekte, geh zu den Nachbarobjekten hin und schreib dieses Nachbarobjekt raus. Und wenn das wieder Nachbarobjekte hat, geh zu dessen Nachbarobjekte. Und geh zu dem seinen Nachbarobjekten und jetzt habe ich Pech, jetzt bin ich wieder bei meinem ersten. Na? Und dann muss ich das Nachbarobjekt, dann fange ich, wenn ich nicht aufpasse, da an und schreibe das nochmal raus, ein zweites Mal und dessen Kinder auch und in dem Kreis, da habe ich eine Endlosschleife. Das heißt, man muss dann nochmal kontrollieren, wenn ein Zyklus in meiner Datenstruktur ist, dass ich den abbreche, dass ich eben nicht in eine Endlosschleife laufe beim Rausschreiben der Objekte. Das Problem ist, normalerweise ist es eben tatsächlich so, dass die so eine geschweifte Klammer auf, alle Attribute von meinem Nachbarobjekt, geschweifte Klammer zu. Und wenn das Nachbarobjekt wieder Nachbarobjekte hat, dann mache ich da drinnen eben wieder so einen Block mit geschweiften Klammern auf. Das heißt, die Objektstrukturen werden wirklich so als geschachtelte Textblöcke geschrieben. Wenn ich einen Zyklus da drinnen habe, dann geht das irgendwie gar nicht. So, bei STMLib ist es so, dass wir bidirektionale Assoziationen verwenden. Die Party zeigt auf Personen, Personen zeigen auf die Party. Das haben wir ursprünglich so gemacht. Und damit haben wir schon, wenn wir nur eine Person und eine Party-Objekt haben, haben wir schon einen Zyklus. Na? Das heißt, dieses einfach so als geschachtelte Struktur rausschreiben funktioniert für unsere Objektstrukturen nicht vernünftig. Ist eh, funktioniert es nur für einfache Strukturen, wo sicher ist, dass keine Zyklen drin sind. Die EMF-Leute gehen an dieser Stelle hin und sagen, wie machen wir das denn jetzt, oh je, und sagen, wir definieren auf der Objektstruktur eine dominante Baumstruktur, eine sogenannte Objekthierarchie. Da gibt es ein Root-Objekt, das enthält Kindobjekte, die halten Kindeskinderobjekte und per Definition ist diese Hierarchie zyklenfrei. Und genau in dieser Hierarchie, wie wir unsere Objekte so als Organigramm abgestürzt haben, so speichern wir die ab. Zwischen den Objekten kann es noch mehr Querbeziehungen geben, zusätzlich zu diesen Hierarchiekanten. Die können durchaus auch Zyklen haben, das ist uns egal. Als Schachtelungsstruktur nehmen wir diese zentrale Hierarchie, die darf es nur einmal geben und die muss alle Objekte beinhalten und so schreiben wir das raus. Und wenn ich Querreferenzen angeben möchte, dafür gebe ich den Objekten IDs, also laufende Nummern. Ich nummeriere die fortlaufend durch und dann gebe ich eben Schachtelungsstruktur durch wirklich ineinander geschachtelte Blöcke an, aber Querverweise durch einfach nur das sage ich, mein Nachbar hat die Nummer 43. Dann verzeigere ich nur auf den über die Nummer, über einen Fremdschlüssel letztendlich. So, zwei wichtige Lehren. Man braucht irgendwann Objekt-IDs, also irgendwelche laufenden Nummerierungen für die Objekte, um diese Querreferenzen hinzukriegen. Und wir haben uns dann gedacht, ja, wenn ich die sowieso brauche, wofür brauche ich dann noch diese zentrale Hierarchie? Die ist immer so ein bisschen künstlich, da passieren oft Fehler, lass die doch einfach weg. Ah, noch ein wichtiger Punkt, wer weiß, was eine Annotation ist? Lass uns mal zu Go Dutch Party gehen. Da kann ich hier mit Klammeraffe deprecated zum Beispiel. Deprecated. Eine sogenannte Annotation dran schreiben. Hat das schon mal einer gesehen? Na? Okay. Deprecated sagt jetzt, das ist eine Bibliotheksklasse-Operation, die möchte ich später mal löschen. Ich habe aber noch Kunden draußen, die das noch benutzen. Und da möchte ich bitte, dass jeder, der das Ding benutzt, eine Warnung kriegt, der soll das bitte nicht mehr benutzen, weil in der nächsten Version ist es nicht mehr da. Dafür wird dieses Ding hier verwendet. Solche Annotationen kann der Benutzer auch selber neu definieren. Also auch ihr dürft Annotations bauen. Das funktioniert so. Na, man sagt public Klammeraffe Interface und gibt dem Ding irgendeinen Namen. Das ist eine Annotation. Danach könnt ihr die überall an eure Klassen oder Attribute oder Methoden dran schreiben. Und das Coole ist, man kann die aus dem Bytecode, aus den Class-Dateien zur Laufzeit wieder rausholen mit Java-Lang Reflect.
Das heißt, ich kann so eine Klasse hier auffragen, get annotations. Na? Und dann kriege ich über eine ganz normale Zugriffsfunktion, genauso wie ich eine Klasse nach seinen Feldern fragen kann, nach den Methoden fragen kann, kann ich sie eben auch fragen, gib mir mal bitte deine Annotationen. Und das wird von vielen von diesen JSON-Serialisierungsmechanismen verwendet. Das wird auch von Hibernate sehr gerne verwendet. Da kann ich dann an bestimmte Attribute dran schreiben, zum Beispiel temporary oder Namen habe ich vergessen. Man kann sagen, das ist ein Attribut, das hätte ich gerne in die Datenbank übertragen. Oder man kann sagen, dieses Attribut übertrage ich nicht mit in die Datenbank, das brauche ich nur temporär. Na? Das Gleiche kann man eben auch dem JSON-Serialisierungsmechanismus sagen. Dieses Attribut hätte ich gerne in JSON abgespeichert, das Attribut hätte ich gerne nicht abgespeichert. Und das ist auch ein Mechanismus, wenn man so Zyklen in seiner Zeigerstruktur hat, um diese Zyklen aufzubrechen. Dann sagt man einfach, okay, die Persons-Kante an meiner Party, da möchte ich gerne, dass die Elemente abgespeichert werden, aber von der Person zur Party zurück, das blende ich aus. Da mache ich eine Annotation dran, bitte nicht mit abspeichern. Diese Annotationen sind dann spezifisch zu dem Serialisierungspaket, das ich verwende. Jackson, JSON, JSON.org, je nachdem, welches ich da verwende. Da muss ich dann eben die richtige Annotation dran machen. Und was diese Bibliotheken dann tatsächlich machen, ist, die durchlaufen eben die Objektstruktur, fragen jedes Objekt nach seiner Klasse, gucken sich dann an, welche Attribute hat das Ding, sind die Dinge annotiert und dann verarbeiten sie die im Großen und Ganzen. Kann sich jeder vorstellen? Okay. So. Wir machen das jetzt einfach mal mit STMlib. Und der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass ich aber trotzdem sagen muss, was sind denn Attribute, die ich brauche oder nicht. STMlib macht das prinzipiell so wie EMF, Eclipse Modeling Framework auch. Wir generieren einen eigenen Layer mit dieser reflexiven Information. Diese reflektive Java-Reflect-Mechanismen sind ein bisschen hakelig zu verwenden. Die sind nicht so richtig schön, sind auch relativ langsam. Man muss diese Vaterklassengeschichten irgendwie alles immer abarbeiten und all so ein Kram. Das ist so ein bisschen lästig. Und die werden von so furchtbar vielen Leuten verwendet. Und man muss immer diese Annotations noch an all seine Sachen dran schreiben. Das ist alles irgendwie doof. Der nächste Punkt ist, man kann nur Dinge verarbeiten, wo man Annotationen dran schreibt, die man selber programmiert. Das heißt, wenn ich Bibliotheksobjekte verwende, Java Util Date ist so ein Klassiker, dann kann ich die nicht annotieren. Die gehört mir gar nicht, die Klasse. Die habe ich nur als Bytecode. Und dann ist die aus meinem Mechanismus plötzlich raus. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Datenfeld habe, ein Objekt habe mit einem Date als Birthdate, Java Util Date, kennt die Klasse einer? Dann kann ich die plötzlich nicht mehr mitserialisieren. Wie doof ist das denn? Ja, da muss ich da extra irgendwelche Mechanismen basteln, damit ich da irgendwie klarkomme. Und deswegen machen wir das so, dass wir Godot Party diesen in diesem großartigen Util-Ordner, wo wir schon diese Set-Sachen drin hatten und diese Pattern-Objekte drin hatten, auch noch eine sogenannte Creator-Klasse machen. Creator war ein totaler Scheiß. Das müsste wenn dann Factory heißen. Aber am Schluss eines langen Tages ist das eine Klasse, die diese reflexive Information bereitstellt. Da gibt es im Prinzip ein Feld Properties und eine Operation Get Properties. Da drin steht stumpf nur, boah, lass uns mal diese Godot Party Klammer auf dem Deprecated wieder wegmachen. Das macht dann ja fertig. So. Hier steht jetzt im Wesentlichen, ein Godot Party Objekt hat Partyname, Person, Total und Share Persons. Share-Pair-Persons. Das heißt, dieses Listener-Attribut zum Beispiel ist hier schon nicht mit aufgeführt, da müssen wir uns nicht extra drum kümmern. Dann gibt es immer eine Operation, mach mir so ein Objekt. Das brauche ich nachher, wenn ich es wieder einlese. Dann kriege ich so eine Beschreibung, wir brauchen ein Godot-Party-Objekt.
dann brauche ich den Namen der Klasse und dann so besorge ich mir dieses Ding und sage dem, kannst du mir bitte so ein Objekt bauen? Dann muss man im Prinzip nur den Konstruktor rufen. Das kriegt man auch mit Java Langrifleck mit hin, ist aber eben ein bisschen lästig. Dann gibt es eine GetValue-Operation. Da kann ich mit einem Objekt, einem Attributnamen und genau sagen, gib mir bitte mal den Wert von dem Attribut so und so. Eine Share zum Beispiel den Partynamen. Und entsprechend gibt es natürlich eine Set-Value-Operation, damit kann ich sie dann wieder setzen. So, das heißt, jetzt kann ich mit Hilfe dieser Creator-Klassen genau das gleiche machen. Ich kann mir zu einem Objekt sagen, gib mir mal bitte den Creator, gib mir mal bitte die Properties von dem Objekt und gib mir mal zu jedem Property den Value und dann schreibe ich es raus im Großen und Ganzen. Was ich dann noch brauche, ist, ich brauche diese IDs. Ich muss mir Objekt-IDs überlegen. Und da muss man so ein bisschen mehr machen. Was wir typischerweise machen, ist Moment, Go Dutch Party. Creator. Was der auch noch machen kann, ist, der kann einem eine ID-Map bauen. Eine ID-Map ist einfach nur eine Hash-Tabelle, die zu einem Objekt sich irgendeinen Key überlegt oder zu einem Key einem liefert, dieser Key gehört zu dem und dem Objekt. Das ist so eine bidirektionale Hash-Tabelle, die wir verwenden, um die IDs für Objekte zu verwalten. Jetzt kommt der nächste Schritt. Die Realisierung ist komplizierter, als man so denkt. Wenn ich mir IDs überlege für Objekte, mache ich eigentlich immer fortlaufende Nummern. Jetzt möchten wir nachher, dass zwei verschiedene Rechner auf dem gleichen Objektdatenbestand arbeiten und dann jeweils neue Objekte, die sie erzeugen, untereinander tauschen. Dafür ist es extrem wichtig, dass sich Rechner 1 und Rechner 2 nicht immer die gleiche neue Nummer überlegen für das nächste Objekt, das kommt. Das heißt, wenn jeder sagt, wir haben jetzt schon 41 Objekte, dann nehme ich für das nächste Objekt die Nummer 42 und die machen gleichzeitig, was immer gleichzeitig an dieser Stelle bedeutet. Also bevor sie die Nachricht vom anderen bekommen haben, ein neues Objekt und schicken dann die Nachricht rüber, du, ich habe jetzt auch das Objekt mit der Nummer 42. Dann kommen die durcheinander. Also die dürfen sich nicht auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig die gleiche Nummer überlegen. Das heißt, wir müssen jetzt pro Rechner irgendwie Nummernbereiche reservieren. Der simpelste Weg, wie man das macht, ist, man macht eine UUID. Wer kennt das? Universal Unique ID. Das ist im Wesentlichen ein String, so mit 40, 50 Buchstaben, eine Zufallszahl. Und die haben so ein paar Formatdinge drin, aber am Schluss eines langen Tages ist es einfach nur eine furchtbar lange Zufallszahl. Na, und ja, manchmal nimmt man dann in diese Zufallszahl die MAC-ID von dem Rechner, auf dem man gerade ist, mit rein und noch irgendeine Thread-Nummer und noch irgendeinen anderen Kram und eine Uhrzeit oder keine Sache. Am Schluss eines langen Tages ist es eine lange Zufallszahl. Und diese Zufallszahl ist einfach so lang gewählt, dass es unwahrscheinlich ist, dass eine Milliarde Rechner irgendwie in eine Milliarde Jahren irgendwie bei einer Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde es irgendwann mal schaffen, sich die gleiche Zahl zu überlegen. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist 10 hoch minus 20. Pff, irgendwie so. Das ist einfach fucking unwahrscheinlich. Und wenn doch, dann hoffen wir, dass die beiden Objekte, die sie jetzt gerade da die gleiche Nummer haben, jetzt nicht irgendwann aufeinandertreffen. Ne? Bei einer Milliarde verschiedenen Rechnern ist das ja auch irgendwie egal. So, funktioniert relativ cool. Also das hinterlässt, wenn man das Konzept sich anguckt, ein schlechtes Gefühl. Dann hast du so einen String, irgendwie 80, 90 Zeichen, ich weiß gar nicht, wie lang die so sind. Und das ist eine Zufallszahl und hey, die ist jetzt eindeutig. Das wird nie wieder vorkommen, dass irgendein anderer die gleiche Nummer generiert. Hab Vertrauen. Ne? Ja. Das kann man haben, das funktioniert auch. Wird sehr viel eingesetzt, ist ja tatsächlich ein total zuverlässiges Verfahren. Ich hatte jetzt nicht so viel Gottvertrauen und habe deswegen gesagt, wir machen einfach eine strukturierte Nummer mit einer Session-ID. Das heißt, wir geben jedem Programm, das auf irgendeinem Rechner läuft, irgendeine Nummer. Darüber unterhalten sie sich beim Programmstart, kriegen die eine neue Nummer zugeteilt, eine Session-Nummer. Und dann vergeben sie ihnen eine Session-Nummer, Punkt, laufende Objektnummer als Objekt-ID und dadurch, wenn zwei verschiedene Rechner verschiedene Session-IDs haben, haben die verschiedene Namensräume und schon ist die Sache erledigt. Ne?
Und deswegen müssen wir jetzt hier eine Session-ID geben, nennen wir es doch mal Demo oder so, die noch nie jemand anders vergeben hat und die auch nie irgendjemand vergibt, mit dem wir zusammenarbeiten. Und da muss man dann wirklich, wenn man mehrere Spiele zusammenarbeiten lassen möchte, Mensch, ärgere dich nicht, Spieler, Rechner, muss man tatsächlich aufpassen, dass man da unterschiedliche Namen nimmt. So, dann kriegen wir eine ID-Map. So, und diese ID-Map ist tatsächlich eigentlich eine JSON-ID-Map. Wenn ich mich recht erinnere. Das müssen wir noch. Vielleicht ist es doch nur eine ID-Map. Gucken wir mal hier rein. Ja, ist tatsächlich nur eine ID-Map. Okay. Naja, hoffentlich reicht das. Gucken wir mal. So. Diese ID-Map verwaltet, hat jetzt die Aufgabe, sich Objekt-IDs auszuwalten und wenn ich ein Objekt habe, mir zu sagen, gib mir mal bitte eine Nummer dafür. Und wenn ich eine Nummer habe, zu sagen, gib mir mal bitte ein Objekt dafür, was du schon kennst. Das ist so grob die Aufgabe. Und weil das untrennbar verknüpft ist mit dem, und jetzt machen wir mal bitte einen JSON-String aus der ganzen Klamotte, ist das in dieser ID-Map zusammengefasst. Das heißt, diese ID-Map hat eine Operation toJSON. Ja, und zwar verschiedene. Man kann sich ein JSON-Objekt geben lassen. Dann kriegt man so eine hierarchisch geschachtelte Objektstruktur. Das ist ziemlich öde. Also das ist auch relativ unübersichtlich. Ich lasse mir immer ein Array geben, also eine Liste von JSON-Objekten. Na? Und dann übergibt man ihm ein Root-Objekt. Da nehmen wir doch mal die GoDutchParty. Und dann ist man fertig. So. Also, wir besorgen uns eine ID-Map. Diese ID-Map hat übrigens auch die Liste aller, eine Tabelle über alle Creator-Klassen, die es gibt, oder von jeder Creator-Klasse eine Instanz da drin. Und ich kann dann sagen, hier zu diesem Objekt, gib mir mal bitte den dazu zuständigen Creator. Dann fragt er das Objekt, was hast du für eine Klasse, guckt in seiner Tabelle nach für die Klasse, welcher ist da der richtige Creator und besorgt mir den. Na? Und dann habe ich diesen reflexiven Zugriff. Wenn ich toJSON-Array drauf aufrufe, dann macht der selber auch diesen rekursiven Durchlauf durch alle Nachbarobjekte, löst diese Verzeigerungsgeschichten auf und all so ein Kram und ich kriege so ein JSON-Array aus. Auf so einem JSON-Array kann ich sagen toString und da kann ich eine Zahl übergeben für Indentierung, dann wird ja ein bisschen schöner formatiert, dieser String. Das ist dann irgendwie ein Text und den kann ich dann auf die Festplatte schreiben. Na? Und dann mache ich irgendwie files.write passes, wer kennt das? Files.write? Haben wir schon gehabt? Keine Ahnung. Parses.get nennen wir sie doch goDutch.json und da kann man noch den Text angeben. Dann nörgelt herum. Offensichtlich habe ich nicht das richtige bereit. Ha, der will ein write bytes to. Okay. Also der will erst den Text haben. Und den möchte er als Bytes haben und glücklicherweise kann man einen String nach seinen Bytes fragen. Und dann möchte er sagen, wohin soll ich das schreiben? Und da übergibt man ihm den. Und jetzt tut es das aber, verdammte Hacke. Was hat er jetzt noch für ein Problem? Irgendwie ist meine Completion heute böse mit mir. Den brauche ich auch aber eigentlich gar nicht. Da wollte ich Void haben.
So, und warum geht das jetzt immer noch nicht? Weil der einen Pfeil haben will. Habe ich das richtige Files? Google Common.io Files. Das ist nicht das richtige Files. Deswegen komme ich da auch nicht mit klar. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Den will ich nicht. Und jetzt kriege ich hier ein neues, nämlich Java NIO. NIO für, ich habe immer gedacht, das heißt New IO. Das heißt aber tatsächlich Non-Blocking IO. Das ist eine neue Bibliothek zur File-Handling, die ist ein bisschen einfacher. Und die hat ein Write oder auch nicht. Also nochmal, files.write. Und der bekommt einen Path und dann die Dinger, die Bytes und dann passt das auch. So kenne ich das nämlich auch. Okay, also den Path, den muss man so angeben. Dann die Bytes, die gibt man tatsächlich so an. Und dann kann man noch Optionen angeben, ob die Datei gelöscht werden soll, wenn sie schon da ist und so ein Kram, oder ob man hinten anhängen möchte und sowas. Ha, jetzt kommt's, sieht's vernünftig aus. Dann sagt er, oh, das wirft eine Exception. So. Und jetzt können wir es aber ausführen. Und ich mache mal hier einen Breakpoint hin. Und der ist terminiert. Wunderhübsch. So, wir haben jetzt eine ID-Map. Das ist eben eine, die hat diese Tabelle für Objekt-ID und Objekt, plus diese Liste meiner Erzeuger mit dieser Creation-Klasse. Daraus mache ich ein JSON-Array. Das ist eine komplexe Datenstruktur. Aus der mache ich einen Text. Den gucken wir uns kurz an. Das ist das, was ich nachher tatsächlich wegschreibe. Hier kommt eine eckige Klammer auf. Das ist JSON-Syntax für jetzt kommt eine Liste oder ein Array. Dann kommt hier ein paar von geschweiften Klammern. Komma, nächste Klammer. Und jetzt kommt eben pro einzelnes Objekt immer so einen Block. Standard-JSON ist einfach so Tag-Value-Pairs, also zum Beispiel Partyname, Doppelpunkt, XMS, irgendwie was. Oder Party Total 20. Strings sind in Hochkommata eingeschlossen. Wenn in dem String doppelte Hochkommata sind, müssen die mit einem Backslash maskiert werden, wie man das so typischerweise macht. Zahlen können da einfach so stehen. True und False kann da auch einfach so stehen. Na? Kommazahlen stehen da mit Punkten, glaube ich, weiß ich nicht genau. Geht aber auch. Das kann man beliebig schachteln. Tatsächlich macht SMLib das so und ich bin da relativ unglücklich mit, dass es auf der obersten Ebene bei einem Objekt die ID angibt. Das war hier Demo, unser Präfix und dann G1. Das G kommt von GoDutch, der erste Buchstabe der Klasse, plus eine laufende Nummer. Dadurch wird das ein gültiger Java-Bezeichner und besser lesbar. Dann geben wir immer die Klasse vollständig mit an. Beim Laden brauchen wir das, damit wir dann wissen, was für ein Objekt wir wieder erzeugen möchten. Und dann gibt es hier so ein Prop-Ding für Properties. Da sind dann die tatsächlichen Attribute aufgelistet. Normalerweise hat man die Attribute auf der Top-Level-Ebene zusätzlich zu ID und Class. Und dann hat man das Problem, wenn man ein Attribut hat, das ID heißt. Dann gibt es hier einen Name-Clash. Na? Das könnte man eigentlich relativ simpel umgehen, wenn man hier zum Beispiel ein Gatter oder vor dieses ID macht. Dann ist das ein Key, der ist immer noch gültig, aber es ist kein gültiger Java-Bezeichner und dann kann es auch keinen Konflikt geben mit irgendeinem Java-Bezeichner. Da hätte man dieses Prop-Ding nicht gebraucht. Naja, okay. Na, und Class ist ein Schlüsselwort in Java, das kann nicht als Attributname verwendet werden. Okay, wir haben das einmal eingeschachtelt, was soll's.
Spannend sind die Stellen, wo wir auf Nachbarobjekte verzeigen. Das ist hier dieses Persons-Attribut. Das ist eine Menge von Personen, die ich beinhalte. Weil es eine Menge ist, geht hier wieder ein Array auf. Das ist eine Liste. Und pro einzelnen Nachbarnobjekt speichern wir uns im Wesentlichen nur die Nummer, die der hat, nämlich demo.p2. Das ist dessen ID oder die Referenz hätte man hier auch schreiben können. Und eine Spezialität von SDMLib wieder ist, das hat man bei JSON normalerweise nicht, dass wir zusätzlich noch abspeichern, was hat dieses Nachbarobjekt für einen Typ? Und das hat hauptsächlich technische Gründe. Wenn ich diese Obstruktstruktur nachher wieder laden möchte, dann erzeuge ich mir also hier so ein Party-Objekt, dann trage ich die Attribute ein und dann steht hier, du hast als Nachbar ein Person-Objekt. Dann kann ich diesen Nachbar noch nicht eintragen, weil das Person-Objekt selber habe ich noch nicht erzeugt. Das heißt, ich muss dann weiterlesen, das Person-Objekt, das ist es hier, erzeugen, da die Basisattribute schon mal setzen, wenn ich möchte. Und danach kann ich erst die Referenzen bauen. Das heißt, ich muss die Datei eigentlich zweimal lesen. Einmal, um die Objekte alle zu erzeugen, danach, um die ganzen Zeiger zu setzen. Na, das kann man machen, machen auch sehr viele Leute so, spricht auch nichts dagegen, haben wir am Anfang auch so gemacht. Ist manchmal so ein bisschen blöd, wenn Teile der Datei verloren gehen. Ne, ich mache eine Dateiübertragung und nach der Hälfte bricht das ab. Dann habe ich die Hälfte der Objekte erzeugt, aber keine einzige Referenz. Kann ich den ganzen Scheiß wegschmeißen. Was wir machen, ist, wir übertragen bei der Referenz auch immer, das ist übrigens ein Typ von dem und dem Objekt. Das heißt, wenn ich dieses hier lese, dass in meiner Party ein Objekt vom Typ Person vorkommt mit dieser Nummer, kann ich in dem Moment das Objekt schon anlegen und die Verzeigerung schon machen. Es hat nur seine Attribute noch nicht. Und wenn ich die Objektbeschreibung von dem Person P2 dann später sehe, trage ich die Attribute noch nach. Fertig. Na, das ist der ganze Trick. Dadurch werden diese Teile, diese Objekte so ein bisschen stärker selbstbeschreibend und die Referenzen sind getypte Referenzen. Du zeigst auf ein Objekt von dem Typ und dann kannst du diesen Zeiger ein bisschen einfacher zu etablieren. Der Nachteil ist, du musst mehr Daten übertragen. Kann man machen, wie man mag. Hier sieht man jetzt auch, das ist die Person, P2, Name Albert, der hat ein Attribut Party, das ist jetzt eine zyklische Referenz, aber weil das hier nur noch IDs sind, die ich hier eintrage, ist das kein Problem. Na? Und ein Stück weit ist es jetzt auch so, dass die Reihenfolge, in der mir diese Objekte übergeben werden, völlig egal ist, weil ich kann die jetzt in jeder beliebigen Reihenfolge instanzieren, weil jedes Mal, wenn ich einen Zeiger zu einem Nachbar ziehen möchte, kann ich gucken, kenne ich den schon? Wenn ja, mache ich den Zeiger direkt und wenn nein, erzeuge ich ihn, weil ich den Typ davon ja weiß. Und deswegen ist das eine, wir fanden das wahnsinnig praktisch. Okay, und dann kommen hier die Items und so weiter und so weiter. Na? Das Schöne ist jetzt eben auch, im Augenblick ist das eine komplette Liste aller Objekte. Wenn ich die erste eckige Klammer hier oben weglasse, und die letzte schließende Klammer hier hinten auch, und von mir aus noch die Kommata hier zwischen weglasse, dann habe ich lauter einzelne Objektbeschreibungen. Und wenn ich jetzt nur so Programme habe, die über TCP/IP direkt über so einen Channel miteinander reden, dann kann ich auch einzelne Objekte übertragen und nicht immer nur eine komplette Struktur. Und das heißt, wenn ich hinterher zwei Mensch ärgere dich nicht Spiele habe und einer setzt einen Pinökel um, dann kann ich sagen, okay, nimm nur diesen einen Pinökel, dessen Objekt, JSON-Objektbeschreibung, schick die zum Kollegen. Dann packt der das aus und sagt, ah, der Pinökel steht jetzt woanders und macht genau die gleiche Change auch. Das heißt, ich kann so kleine Delta, so kleinere Ausschnitte von meiner Objektstruktur übertragen. Und wenn ich in dem Ausschnitt das Nachbarobjekt nicht drin habe, ist es auch nicht so ein Drama. Das funktioniert trotzdem. Das ist ein großer Vorteil dieser ganzen Verfahren. Okay, und der Rest ist dann eben, schreibt den Text in die Datei. Und dann müsste es hier auf der Festplatte eine Datei geben, die denn da. GoDutch.json heißt.
was passiert, wenn ich die öffne? Ich gehe die ganz normale Textdatei auf und dann habe ich die Datei abgespeichert. Wunderhübsch. Okay, dann lass uns den Kram noch laden. Das ist nämlich auch relativ simpel und dann sind wir auch schon einigermaßen fertig. Laden ist tatsächlich, naja, also das prinzipielle Laden ist leicht und es gibt aber Probleme. Hier machen wir uns diese GoDutchParty in der Startmethode und basteln, dann fangen wir an, das Graphical User Interface zu bauen. Na? Und jetzt würde ich im Prinzip hier so sagen, naja, nimm doch mal diese Variable hier, können wir eigentlich so stehen lassen. Wenn es eine Datei gibt, dann lad die doch. Na? Beim Programmstart. Also if file, new file, von, wie hieß das Drecksding? GoDutch. Ja, zurück. GoDutch JSON. File, sagt er, kennt er nicht. Exists. Wenn es die Datei gibt, dann lade sie. Na? Das funktioniert jetzt ganz ähnlich, wie wir das eben hatten. Wir müssen uns den Text besorgen. Files.read, all bytes, finde ich wunderhübsch. Parses.get. Dann kriegen wir irgendwie hier all bytes. Dann machen wir einen String. Text wird zu new String von all bytes. Strings hat einen Konstruktor, da kann man Bytes übergeben. Also das ist hier hantier, weil Strings und Bytes ist nicht genau das gleiche. Da muss man UTF-8-Konvertierung machen, also ein Kram. Dafür ist das gut. So, dann jetzt haben wir einen Text. Da wollen wir prinzipiell jetzt aber eine Objektstruktur draus machen. Dafür brauchen wir wieder eine ID-Map. Die kann das. Hoffe ich mal. Na, gucken. Und die ID-Map kriegten wir, wenn wir sagten, GoDutch Party Creator Create ID-Map. Und ich nehme jetzt mal wieder Demo als Session Key. Da muss man prinzipiell aufpassen. So, und dieser ID-Map kann ich dann sagen, decode. Oh, wie cool. Da steht dran, read JSON automatic, create JSON area or JSON object. Die kriegt einen String als Parameter. Und da kommt ein Objekt raus. Der baut jetzt wirklich, der passt diesen JSON-String, guckt sich die JSON-Struktur an, guckt nach, oh, da sind Objekte drin, erzeugt die Objekte, streicht die Attribute ein, macht diese ganzen Verzeigerungsgeschichten, all diesen Kram und liefert mir dann was zurück, nämlich das erste Objekt, was in dieser Liste drin steht. Und ich weiß noch, da habe ich damals das GoDutch-Ding reingeschrieben. Und deswegen kann ich jetzt sagen, GoDutch Party wird zu Objekt. Dann sagt er, oha, musst du aber casten, willst du das wirklich? Und das tun wir jetzt einfach mal. Wunderhübsch. Was ist da hier für ein Problem? Wahrscheinlich auch irgendwo GoDutch Party hat er jetzt ein Problem mit.
Ah, die übergeben wir. Und dann sagt er, oh, das muss aber dann final sein, wenn du das machen willst. Ah, ihr Götter. Ja. Ach, meine Güte. Also das Problem war, wir übergeben das hier in solchen Lambda-Ausdrücken und das ist nur eine lokale Variable gewesen von dieser Start-Methode. Und das funktioniert so nicht. Bei diesen Lambda-Ausdrücken, die müssen auf dieses Ding noch zugreifen können, auch wenn die Methode, die sie konstruiert hat, schon terminiert ist und die lokale Variable gar nicht mehr da ist. Wenn das eine Final-Variable ist, dann legen die ein Pseudo-Objekt an und machen das damit. Wenn das eine Variable ist, die tatsächlich als lokale Variable verwendet wird und mehrmals geschrieben wird, dann sagen die, ja Mist, ich mache jetzt eine Kopie davon. Und danach ändert der Typ die nochmal, dann habe ich nicht den richtigen Wert irgendwie hier übertragen. Das ist irgendwie doof. Und dementsprechend ist das verboten, dass die nochmal verändert werden darf. Und es muss final deklariert sein. Und weil das so nervig war, dass man die final deklariert hat und sagen, dann lass das halt weg, das Final, wir gucken es halt nach. Und es gibt eine Compiler-Fehlermeldung, wenn man sie mehrfach verwendet. Ich hatte die dann hier jetzt eben zweimal verwendet. Jetzt habe ich ein richtiges Attribut draus gemacht, dann ist das Problem auch gelöst. Gott, sind die Dinge kompliziert manchmal. So, hey, das müsste funktionieren. Ja, lass uns das doch einfach mal probieren. Das heißt, wenn wir jetzt unseren GoDutch-Test starten, dann läuft er sehr schnell auf diesen Breakpoint, weil wir jetzt das Ding starten. Dann guckt danach, gibt es die Datei? Hey, das ist cool. Holt sich alle Bytes, lauter schöne Bytes, macht daraus einen Text, wunderschöner Text, und holt sich eine ID-Map und macht das, geht relativ schnell, sind ja auch nur 10 Objekte, was soll der Scheiß, ne? So, dann kriege ich tatsächlich ein Objekt, GoDutchParty. Mit einem Party-Name und Persons und die erste Person ist Albert und hat 16 Euro ausgegeben. Ne? Hat funktioniert wie Sau. Wunderhübsch. So, wenn ich das jetzt weiterlaufen lasse, sehe ich nichts, weil JUnit schon gespeichert ein Problem hat, eine Timeout-Exception. Unser Graphical User Interface Ding sagt, das hat zu lange gedauert. Ich mache mal den hier raus und wir lassen das normal laufen. Okay, jetzt hat er wieder irgendein Problem. Person Field 1 returned no notes. Shit. Schade auch. Müssen wir gleich mal gucken, was da jetzt tatsächlich schiefgegangen ist. Wir starten das Ding mal normal. Nicht als Test, sondern das ist die GoDutch App. Debug as main. Das ging, glaube ich, irgendwie auch. Hey. Wir haben prinzipiell, das haben wir eben gedebuggt, die Datenstruktur geladen, aber hier steht nichts. Ja? Und das liegt daran, dass wir das falsch bauen, die Geschichte. Das müssen wir jetzt noch reparieren. Also, hier steht ein Eventname drin und nicht der Name XMasParty, den wir eigentlich eingetragen haben. Hier Total und Share sind falsch, all diese Geschichten. Das heißt, hier, wo wir bis jetzt Eventname geschrieben haben, müssten wir eigentlich hinschreiben GoDutchParty.getName. Na, wenn wir das machen und das Programm nochmal starten, Debug, es läuft nicht mehr, okay. Na, dann steht da immerhin schon mal XMasParty 15.12 Uhr, das ist ja schon mal was Richtiges. Ne? Dann lass uns das Total und Share hier auch gerade mal reparieren.
da steht 0 Euronen. Ne, da muss jetzt eben auch das Richtige eingetragen werden. Prinzipiell muss da Update Party Sum Label eingetragen werden. Ja, wunderhübsch. Die Methode können wir rufen. Na, die macht das Richtige. Die holt sich die GoDutch-Party, da dieses Party-Total und setzt den Text von dem Label richtig. Das rufen wir einfach auf einmal. Also wir tragen es hier als Listener ein. Das macht hier dieses AddPropertyChangeListener. Und wir rufen es jetzt einmal auf. Update Party Sum Label mit dem Party Sum Label und der GoDutch Party. Und dann machen wir das fürs Share doch bitte einfach genauso. Update Share Label mit Share Label und Party. Neu starten. Wunderhübsch. Jetzt steht da schon mal Xmas Party. Hier steht auch schon 20 und 10. Weil wir das abgespeichert hatten mit Persistenz. Ne? Irgendwie fehlen noch Personen. Ne? Ja, das liegt daran. Persons. Wo seid ihr? Da gibt es eine Person Box, eine Art Person Button. Irgendwo, ich habe es gestern gesehen, ich weiß es genau, gab es eine Action, eine Art Person Action. Und die sagt, mach einen neuen Person Controller und starte das Ding. Und dieser Person Controller dort start erzeugt eine neue Person und bastelt das GUI drumherum. Da haben wir was falsch gemacht bei der Konstruktion. Ne? Das ist eine Action, das ist gar kein Problem. Die soll eine Person erzeugen und dann anschließend das darstellen. Das ist soweit okay. Aber wir brauchen die beiden Sachen getrennt. Dieses Erzeugen des neuen Objekts, weil wir haben ja jetzt die Objekte schon eingelesen. Wir wollen jetzt nur noch nachträglich zu der Person einen Controller haben. Deswegen ändern wir das Ding einfach und sagen, die New Person übergeben wir als Parameter. Und das nehmen wir hier mal gerade raus. Es sollte an ganz vielen Stellen furchtbar unglücklich sein. Er sagt hier, das geht aber so gar nicht. Und dann machen wir diesen Person New Person Befehl hier hin, in diese Add Person Action. Und das hier erzeugt dann prinzipiell die Darstellung. Und da übergeben wir die New Person. Na? Und die Operation machen wir jetzt einfach für jede Person, die es schon gibt, am Anfang einmal. Und dann haben wir es. Das heißt, jetzt müssen wir zurück in unsere Startmethode hier nochmal. Irgendwo da. Da hat er ja die Person Box gebaut. Irgendwo hat er doch so einen Listener an die Persons angemeldet, oder nicht? Nee, das war nur diese Add Person Action. Okay, das heißt, jetzt machen wir die Person Darstellung for Person P in GoDutch Party. Get persons, new person controller mit der person box, go Dutch party und P. Leuchtet das jedem ein? Ne? Wir machen, der Teil erzeugt ja letztlich unser User Interface für eine Person und dementsprechend können wir das so machen. Die alte. Töten, nochmal laden. Hey, wir haben eine Person, finde ich jetzt gerade ein bisschen wenig. Ich meine, wir hätten zwei abgespeichert, oder? Aber die hat irgendwie noch keinen Namen und auch keine Items. Das liegt natürlich jetzt daran, dass dieser Person-Controller den gleichen Fehler macht, den wir vorher auch hatten. Da steht einfach nur Person-Name drin. Da muss jetzt natürlich drin stehen,
New Person Get Name. Hey, da steht Albert. Könnt ihr es alle deutlich sehen? Genau. Wir haben es nur als Prompttext gemacht. Na? Das heißt, dieses New Person Get Name gehört natürlich hier rein. Na, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. So. Das soll funktionieren. Da steht Albert, wunderhübsch. Da unten steht Nina. Hey, wir haben zwei Personen. Das ist toll. Es fehlen noch die Items. Irgendwie bei Albert steht schon 16 Euro. Finde ich jetzt mal toll. Das haben wir offensichtlich schon richtig gemacht. Nur die Items fehlen noch. Komm, die 10 Minuten haben wir noch. Ja, wunderbar. Und dann haben wir das nämlich auch. Da müssen wir nur gucken. Ja, wo sind sie denn, die Items? Da ist die Items-Box und da gibt es diesen Art Item-Button und der hat eine Action, New Item Controller, dot Start, Items-Box, New Person. Und ich habe jetzt das dumpfe Gefühl, dass hier auch die Person gleich gemacht wird. Das kann ich so nicht tun. Control X. Item, New Item. Jetzt ist der hier wieder vernünftig, aber an der Aufrufstelle müssen wir noch was tun. Wir müssen nämlich die erzeugen, diesen New Item. Und das muss aber in der Action hier passieren, weswegen es einfach eine Scheißidee war, das hier direkt reinzuschreiben, sondern das ist eine New Item Action. Was bekriegt die als Parameter? Ja, woher soll ich das wissen? Control 1, Create Method New Item Action. Geh da hin. Control D, Control D, Control V. Void. Die Items Box ist eine V-Box, ne? V-Box, Items-Box und die New Person ist eine Person. Und dann gab es noch den Item, New Item. Gott, ist das immer alles C. So, der ist jetzt glücklich und jetzt braucht der hier aber noch Parameter, nämlich die Items-Box, die New Person und den New Item. Die New Item Action macht den aber eigentlich selber. Na, also das Ding, nein. Humpel. Also die bekommt ihn gar nicht als Parameter, sondern macht ihn und übergibt ihn aber diesem alten Controller als Parameter. Wunderhübsch. Puh. Ihr seid alle noch dabei? Irgendwie hat das noch nicht funktioniert, ne? Ja, kein Wunder, weil das müssen wir schon noch tun. For Item E in New Person Get Items diesen Aufruf jeweils tun. Und da müssen wir dann gleich nochmal rein, damit wir den Namen und den Value auch richtig setzen. Und dann haben wir es hoffentlich endlich. Iron Rumpel die Pumpel I.
zum Schluss jetzt immer so ein bisschen hektisch. Gibt noch wenige Minuten. So, jetzt haben wir Items. Wunderbar. Die haben nur noch keinen Namen und noch keinen Value. Den müssen wir noch eintragen. Das heißt, wir müssen hier nochmal richtig aufpassen, dass wir da reinschreiben, newItem.getDescription und das PriceField, da müssen wir ein TextField reinschreiben. Da gibt es diese Methode UpdatePriceInModel. Die rufen wir einmal auf. Hier. UpdatePriceInModel. Nein, nein. Das ist nicht die richtige Methode. Ja, die umgekehrte gibt es nicht. Lese den Text vom Model und trage ihn hier ein. Das ist nicht vorgesehen. Dieses Update Price in Model nimmt das Ding und schreibt es ins Modell rein, nicht in die Rückrichtung. Okay. Der Text wird hier als Prompt-Text verwendet. Ah, wunderbar. Ja, das geht. New Item Get Price. Da wird er hier richtig formatiert und da richtig eingetragen. Herz allerliebst. Jetzt funktioniert das. Tada! Hier steht 12 Euro. Das ist wunderbar. Dieses mit den Description hat irgendwie noch nicht so hundertprozentig geklappt. Fragt man sich warum. Lass uns mal den Prompt-Text weglassen. New Text Field mit New Item Get Description. Ich finde es cool. Ich finde, es hätte funktionieren müssen. Hat eben auch funktioniert. Haben wir da vielleicht keinen Text eingetragen? Doch, bestimmt, oder? Naja, lass uns mal neu machen. Meet. Oder wird das nicht aus dem Text, wird das überhaupt übernommen? Wenn ich da was eintrage, wird das ins logische Modell übernommen? Weiß das einer? Wir gucken mal hier nach. GoDutchJSON gibt mir einen Item. Ja, da steht ein Preis, aber keine Description. Haben wir wahrscheinlich beim Eingeben nicht richtig ins Modell übertragen. Glaubt das jeder? Oder muss ich da jetzt nochmal was programmieren? Kriegt man auch noch repariert. Also, prinzipiell ist Schreiben und Lesen von JSON wirklich simpel. Das wird von bestehenden Bibliotheken sehr gut unterstützt und ist der Weg, den man gehen möchte. Die meisten Bibliotheken, die JSON unterstützen, unterstützen auch XML. Das ist völlig egal. Das ist eine andere Codierung des gleichen Inhalts. Das ist genau das Gleiche. JSON ist ein bisschen kompakter, ein bisschen besser zu lesen, ein bisschen weniger Schwachsinn drin. Ist ein bisschen leichter zu verarbeiten. Geht auch im Webbrowser. Ist ein starkes Argument. Die Webbrowser, wenn man da, die werden in JavaScript programmiert, die Webseiten-Content. Und da ist JSON das Mittel der Wahl. Ansonsten kann man das generisch halt so machen. Da muss man nicht was Objektmodell-Spezifisches machen. Es ist relativ simpel, dann zu sagen, hier Bibliothek, hier ist meine Objektstruktur, schreib mir das bitte mal raus, lade das wieder. Womit wir jetzt relativ viel zu tun hatten, war, unser Graphical User Interface war nicht mental darauf vorbereitet, dass die Objektstruktur schon da ist, in dem Moment, wo man das Ding aufbaut. Unsere Listener-Struktur war auch noch nicht wirklich mental gut darauf vorbereitet. Andere Menschen fummeln an dieser Objektstruktur rum. Nicht nur unser User-Interface. Ich hatte das ein paar Mal erwähnt, dass da sowas passieren kann, aber wir hatten es nicht ordentlich gemacht. Ist immer noch nicht hundertprozentig. Bei der nächsten Applikation, die wir bauen, kriegen wir das hin. Was ich euch jetzt vielleicht, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten oder nächste Woche zeigen könnte, wäre, wenn man das hat,
wird mindestens von SDMLib auch noch unterstützt von dieser ID-Map. Zeig mir mal alle Changes an dem Objektmodell. Also ich kann mich an der ID-Map als Listener subscriben. Die ID-Map läuft hier einmal durch meine Objektstruktur durch, um die rausschreiben zu können. Dabei kann ich ihm sagen, subscribe dich bitte an all meinen Objekten, meines gesamten Objektmodells als Listener. Und jedes Mal, wenn ein Change an irgendeinem Attribut irgendeines meiner Objekte passiert oder neue Objekte dazukommen, feuer bitte ein Event. Da muss ich das nicht selber so machen, relativ mühsam machen, sondern ich kann das einmal zentral machen. Und diesen Change, der da jetzt erzeugt wird, kodier den bitte als JSON. Und schick nur diesen Change bitte an meinen Nachbarn rüber. Und der kann den dann bitte auch wieder dekodieren und den gleichen Change bei sich selber auch anwenden. Das heißt, ich kann eine große Objektstruktur aufbauen in zwei Rechnern, genau die gleiche, die ich von einer JSON-Struktur lade. Und dann sage ich, guck mal hier, ich ändere jetzt was dran, schicke diese Changes über einen Kanal, über einen Chat zu dem anderen und der macht den gleichen Change auch. Und dann habe ich eine Multi-User-Version von meinem Objektmodell. Wenn mein Graphical User Interface damit klarkommt, dass fremde Menschen in meiner Objektstruktur Änderungen vornehmen und das aktualisiert. Und dann kann ich mit sehr wenig Aufwand, Mensch, ärgere dich nicht, bauen, das auf zwei Rechnern läuft. Na? Dann macht der eine einen Change, das wird übertragen auf den anderen, dann macht der einen Change und so weiter und so weiter. Na, da muss man noch ein bisschen gucken, wie man das hinkriegt. Ich spiele mit den blauen, dass ich an den gelben nicht rumfummeln darf. Das muss dann eben noch rechnertypisch irgendwie klar gemacht werden. Da logge ich mich ein, da muss er sich merken, ah ja, hier, das ist der blaue Spieler und so. Aber dann kriegt man das eigentlich mit Mini-Aufwand hin. Und das war früher ein Riesenpunk. Ne? Also da musste man eben eine Datenbank drunter schrauben oder irgend so einen Scheiß. Das geht jetzt leichter. Was auch relativ simpel mit dem Weg geht, ist, ich kann Andorido machen. Also diese Changes haben immer alter Wert, neuer Wert und die kann ich rückwärts ausführen. Und wenn ich einfach eine Liste von Changes habe und arbeite die alle rückwärts von hinten nach vorne ab, bin ich wieder da, wo ich vorher war, habe ich ein Undo gemacht. Und ich kann auch ein Redo machen, dann arbeite ich die gleiche Liste wieder in die Gegenrichtung ab. Das heißt, ich kann mit wenig Aufwand ein Werkzeug, das ich gebaut habe, Andorido-fähig machen. Prinzipiell. In SDMLib gibt es extra ein Ding dafür, das nennt sich Flipbook. Damit kann ich, wenn ich eine Objektstruktur habe, die ganze Change-History aufzeichnen. Kann das auch als Persistenzformat verwenden, wenn ich will. Und kann dann mit so einem Schieberegler durch die History hin und her wackeln. Der zeigt mir dann immer an, jetzt bin ich gerade in dem Zustand so und so. Ich kann diesem Flipbook auch noch sagen, zu jedem Change speichere doch bitte den Stacktrace ab, der das gemacht hat. Und dann kann ich im Prinzip gucken, hier dieses Attribut, das ist falsch, das hat den falschen Wert. Welches Arschloch hat diesen Wert da eingetragen? Und dann kann ich zurück zu dem Change, der das gemacht hat, den Stacktrace nachgucken und dann die Stelle gucken in meinem Programm, wo das passiert ist. Auch eine sehr lustige Geschichte, benutzen wir manchmal zum Debuggen. Was wir auch machen, ist, wir haben den Debugger erweitert von Eclipse, dass man sagen kann, halte doch mal an, wenn dieses Attribut an diesem speziellen Objekt geändert wird. Nicht, wenn der Setter von dem Attribut aufgerufen wird, das ist dann an irgendeinem Objekt, sondern genau an diesem Objekt, wenn der Eintrag geändert wird, das hätte ich gern gewusst. Das ist auch eine wahnsinnig praktische Geschichte, funktioniert mit dem DOPS zusammen, wenn man das geschickt macht. Oder man braucht diesen Java-Objekt-Browser. Habe ich leider auch immer nie zur Hand, wenn ich es wirklich mal brauche. Okay, das heißt, das sind so Model-Management-Operationen, die man nochmal kriegt. Der Trick dazu ist, man nimmt so einen Reflektmechanismus, der generisch ist, und dann rekursiver Durchlauf automatisch und aller Kram und schon ist die Sache erledigt. Das Schöne daran ist, dass es jetzt für euch relativ simpel. Das Schlechte ist, dass es relativ lange Vorlauf, bis man kapiert, was da alles so passiert. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob es eine Hausaufgabe gibt. Stefan hat das organisiert, der ist gerade dabei, ein Haus umzubauen und deswegen kann ich ja nichts zu sagen. Okay, bis nächste Woche.